Spieltag Nummer 2, Gruppe A, beginnt Italien gegen Schweiz. Die Italiener taten sich lange Zeit schwer gegen die Türkei. Am Ende war es dann aber doch ein souveränes und hochverdientes 3:0. Für die Schweiz ging es nicht ganz so gut aus. Man spielte nur 1:1 gegen Wales. Ein bisschen mehr hatte man sich schon erhofft, aber es war auch ein Ergebnis, mit dem man zum Auftakt umgehen konnte. Es war jetzt wohl das Spiel der Gruppenfavoriten Italien mit dem 3:0 gegen Türkei eben schon tatsächlich dann auch ein Ausrufezeichen gesetzt, hier in den blauen Trikots von links nach rechts wieder im Stadio Olimpico. Spinazzola mit der Flanke, die erste Möglichkeit, aber zunächst geklärt. Trotzdem bleibt Italien dran in dieser Szene. Die Schweiz kommt hinten nicht so richtig gut raus. Ciro Immobile aus der Drehung. Einmal hat er getroffen im ersten Spiel. Hier macht es gut mit dem Rücken zum Tor. Dann ist der Ball aber nicht platziert genug. Und tatsächlich ist das auch eine sehr gute Parade von Jan Sommer. Es war ein Abtasten, wie schon so häufig in der ersten Halbzeit in den jeweiligen EM-Spielen bislang. Rodriguez über die linke Seite wird dann gefoult von Florenzi. Und knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel gab es dann einen Freistoß aus durchaus interessanter Position und Standardsituation, ja vielleicht in so einem Spiel das Mittel der Wahl. Rodriguez bringt den auch rein und Embolo immerhin mal mit dem Abschluss. 35. Minute, Donnarumma hat aber, weil der Ball dann noch abgefälscht wird, keine Probleme den aufzusammeln. Es wird wirklich selten gefährlich an diesem Abend. Und jetzt vor dem Seitenwechsel noch einmal Italien mit dem Versuch. Ciro Immobile. Er war eigentlich immer dabei, wenn es brenzlig wurde. 43. Minute. Kopfballaufsetzer knapp vorbei. Nicht leicht zu nehmen. Setzt sich da eigentlich gut ab. Jan Sommer wäre ansonsten auch im bedrohten Eck gewesen. Nach 45 Minuten dann ein 0:0 der mittleren Qualität. Es war schon vor allem ein Spiel von gegenseitigem Respekt geprägt. Schweiz sicherlich ein bisschen mehr dazu verdammt, hier zu gewinnen. Italien mit 4 Punkten, da ist sogar Platz 2 schon fast sicher. Und jetzt in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen mehr Italien. Jorginho, aber auch das ein bisschen sinnbildlich. Immobile steht da im Weg, bekommt den Ball an den Rücken. Alles andere als glücklich. Die Szene zeigte aber eben tatsächlich, was hier so ablief. Schon über 70 Minuten gespielt. Wir warteten weiterhin auf das erste Tor. Und Barella, er hatte wohl eine der größten Chancen im zweiten Durchgang. 74. Minute, Jan Sommer regt sich da auf. Immobile, wie er da den Ball verteidigt, dann nochmal zurücklegt. Der Außenrisspass ist sauber und Barella, es fehlt am Ende wahrscheinlich nicht mal ein ganzer Meter. So blieb es beim 0:0 Italien, aber war dem Siegtreffer, dem Lucky Punch, doch näher. Berardi. Rodriguez ist dran, hat den Ball auch, spielt dann einmal zurück und jetzt der Fehler von Akanji. Berardi zu Ciro Immobile. Erste Minute der Nachspielzeit, das hätte es dann doch nochmal sein können. Immobile, natürlich ärgert er sich da. 6 Punkte wären die sicherste aller Bänke gewesen und trotzdem, Sorgen muss man sich um Italien nicht machen. Es bleibt beim 0:0. Die Schweiz hat damit erstmal nur 2 Punkte gesammelt und sie müssten aufpassen, dass hier nicht noch ein ganz großes Unglück passiert.